Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute habe ich für euch einen kurzen Performance-Vergleich zwischen dem Einstiegs 13 Zoll und dem High-End 16 Zoll MacBook Pro, beide aus dem Jahr 2019. Dass das 16 Zoll Modell schneller ist, ist natürlich klar, aber wie groß der Unterschied zwischen Low- und High-End ist, ob sich der Aufpreis auszahlt und für wen welches Modell geeignet ist, zeige ich euch in diesem Video. Viel Spaß! Gleich einmal eines vorneweg. Wer von euch sich für das 13 Zoll Modell entscheiden sollte, der sollte noch etwas warten, da höchstwahrscheinlich in diesem oder nächsten Monat das 14 Zoll MacBook Pro herauskommt mit einer nochmals besseren Leistung und einer überarbeiteten Tastatur, also warten lohnt sich. Jetzt geht's aber los, wir starten mit Geekbench 4 und 5. Hier erreicht das 13 Zoll Modell 4362 und 15031 Punkte bei Geekbench 4 bzw. 911 und 3521 Punkte bei Geekbench 5 jeweils Single- und Multicore-Leistung. Das 16 Zoll Modell kommt hier auf 5492 und 25478 Punkte bei Geekbench 4 und auf 1144 bzw. 6825 Punkte bei Geekbench 5 jeweils im Single- und Multicore-Bereich. Wie man sich anhand der doppelten CPU-Kerne im 16 Zoll Modell schon denken kann, ist es auch ca. doppelt so schnell wie das 13 Zoll Modell. Das waren jetzt aber nur sehr einfache Benchmarks, die nicht lange dauern und somit auch nicht wirklich aussagekräftig über die tatsächliche Leistung beider Geräte sind. Deshalb kommt als nächstes der Cinebench R20 Benchmark dran. Ich habe euch hier auch noch die Temperatur des 13 Zoll MacBooks eingeblendet, damit ihr seht, wie der eine Lüfter im Inneren mit der Leistung umgehen kann. Das bessere 13 Zoll Modell hat ja zwei Lüfter eingebaut. Die Temperatur schießt so fast instant auf über 90 Grad, aber sobald der Lüfter einsetzt, kann der Mac die CPU unter 100 Grad bei einem Takt von 2,8 GHz halten. Ich finde das für den Einstiegs-Mac recht beachtlich, liegt sein Basistakt ja nur bei 1,4 GHz. Der 13 Zoller erreicht hier 1512 Punkte. Das 16 Zoll Modell kommt hier auf 3356 Punkte bei einem Takt von 3,2 GHz auf allen 8 Kernen, also wieder gut das Doppelte. Was hier noch auffällt ist, dass das MacBook Pro 16 Zoll mit dem Benchmark fertig ist, bevor es sich überhaupt richtig erhitzen kann. Es ist also ein richtig schnelles Teil. Das war es jetzt einmal zur CPU, jetzt kommt noch die SSD dran. Beim Blackmagic DeepSpeed Test erreicht das 13 Zoll Modell mit der 256 GB SSD eine Schreibgeschwindigkeit von etwas über 1 GB und eine Lesegeschwindigkeit von ca. 1,5 GB pro Sekunde. Das ist jetzt nicht berauschend, aber reicht auch für größere Dateien und für den 4K-Videoschnitt locker aus. Bei einer größeren SSD wird sich aber auch die Geschwindigkeit positiv verändern. Das 16 Zoll Modell mit 1 TB Speicher kommt hier sowohl beim Lesen als auch beim Schreiben auf ca. 2,5 GB pro Sekunde. Als letztes habe ich noch den Heaven Benchmark ausgeführt, um auch die GPUs etwas zu fordern. Hier erreicht das 13 Zoll Modell bei denselben Einstellungen wie auch sonst immer einen Score von 192 bei durchschnittlich 7,6 FPS. Die Temperatur steigt auch hier nicht wirklich über 90 Grad, obwohl die CPU und auch die GPU gleichzeitig genutzt werden. Wer jetzt glaubt, dass das ein schlechtes Ergebnis ist, liegt nicht ganz falsch, aber im Vergleich zu meinem 2017er 15 Zoll MacBook Pro schlägt es sich nicht einmal so schlecht. Das erreichte nämlich mit einer dedizierten 35 Watt GPU, der Radeon Pro 560, 11,8 FPS und einen Score von 298 Punkten. Es ist also nur ca. 50% schneller. Das 16 Zoll Modell mit der Radeon Pro 5500M erreicht ja 932 Punkte bei durchschnittlich 37 FPS und spielt somit in einer ganz anderen Liga. Da laut den Benchmarks das Einstiegs 13 Zoll Modell gar nicht mal so schlecht dasteht, habe ich auch noch zwei Spiele unter macOS getestet. Als erstes StarCraft 2, das läuft mit einer Auflösung von 1440x900 Pixeln und mittleren Grafikeinstellungen mit meist 30 bis 70 FPS. Während eines Kampfes sank die Framerate die meiste Zeit auf unter 40 FPS, es ließ sich im Großen und Ganzen aber sehr gut auf dem Mac spielen. Als zweites habe ich noch Shadow of the Tomb Raider ausprobiert. Es läuft mit 1280x800 Pixeln und niedrigen Grafikeinstellungen mit ca. 20 bis 30 FPS. Es ist zwar an sich spielbar, aber man merkt, dass dem 13 Zoll MacBook Pro hier einfach der dedizierte Grafikspeicher fehlt. Spiele wie Asphalt 9 oder Minecraft laufen darauf aber ohne Probleme. Sogar mit einer hohen Auflösung. Ich habe auch noch ein paar Spiele unter Windows ausprobiert, die könnt ihr oben rechts auswählen, da sind auch noch ein paar überraschende Ergebnisse dabei. Wie die Spiele auf dem MacBook Pro 16 Zoll laufen, habe ich eh schon in einigen Videos hergezeigt, die ihr ebenfalls oben rechts ansehen könnt
Selbst neue und aufwendige Spiele laufen darauf meist problemlos. Das 13 Zoll Modell hatte leider keine Chance. Aber es kauft sich ja auch fast keiner das 13 Zoll Einstiegsmodell, um damit AAA Spiele zu spielen. Nein, aber man kann es sich für einen leichten 4K Videoschnitt kaufen, und wie es sich dort schlägt, sehen wir uns jetzt noch ganz kurz mit Final Cut Pro an. An und für sich läuft das Programm auf dem 13 Zoller ziemlich gut. Die Videos werden auch mit voller Qualität meistens flüssig wiedergegeben. Das Rendern dauert aber spürbar länger als beim MacBook Pro 16 Zoll. Wenn man aber statt der Qualität die bessere Leistung einstellt, läuft es auf dem MacBook Pro 13 Zoll um einiges besser, dafür leidet aber wiederum die Auflösung darunter. Im Großen und Ganzen kann man sich aber nicht beschweren, und jetzt schauen wir mal, wie schnell es genau ist. Dafür exportiere ich als erstes meine zwei Testvideos, angefangen mit dem Razer Core X Unboxing. Hier benötigt das 13 Zoll Modell 2 Minuten und 42 Sekunden, bis es fertig ist. Das 16 Zoll Modell kommt hier auf 1 Minute und 57 Sekunden. Weiter geht es mit dem Nintendo Switch vs. Wii U Video. Das ist mit 7,5 Minuten um einiges länger. Das MacBook Pro 13 Zoll benötigt zum Exportieren 5 Minuten und 53 Sekunden. Das 16 Zoll Modell schafft es in 4 Minuten und 12 Sekunden. Das 16 Zoll Modell ist somit schneller, aber der Unterschied ist beim Exportieren gar nicht so groß, da hier die meiste Arbeit die Intel UHD Grafik hat und der viel stärkere Prozessor des 16 Zöllers hier nicht wirklich punkten kann. Zum Schluss kommen deshalb noch zwei Render-Tests dran, damit das 16 Zoll Modell auch einmal seinen Trumpf ausspielen kann. Die Radeon Pro 5500M. Zuerst kommt der Plus X Test in 5K dran. Wenn man ihn auf dem 13 Zoll Modell abspielt, ohne vorher zu rendern, hängt sich das Notebook erst einmal auf und zeigt danach eine kurze Diashow. Das 16 Zoll Modell hängt sich hier nicht auf und liefert auch eine viel flüssigere Wiedergabe, ebenfalls ohne vorzurendern. Wenn man das Ganze erst aber rendert, benötigt das MacBook Pro 13 Zoll 1 Minute und 4 Sekunden. Das 16 Zoll Modell ist nach gut 7 Sekunden fertig, ihr seht hier also einen gewaltigen Unterschied. Als zweites habe ich mein Nintendo Video nochmals etwas modifiziert, die Belichtung verändert, die Geschwindigkeit erhöht und den mittleren Teil lasse ich mit zwei Streams gleichzeitig laufen. Auch das alles rendere ich wieder, das Einstiegsmodell schafft es in 6 Minuten und 23 Sekunden, was zwar nicht schnell ist, aber man kann damit leben. Das High-End-Modell ist nach 1 Minute und 32 Sekunden fertig. Ich glaube, das ist das beste Ergebnis, das ich jemals bei einem eingebauten Grafikchip hatte. Wie ihr also gesehen habt, ist das 13 Zoll Einstiegsmodell in der Lage, gute Arbeit zu leisten, auch im Bereich des Filmschnitts. Zum Zocken von aufwendigen Spielen ist es aber nach wie vor ungeeignet und sollte auch nicht dafür gekauft werden. Für die von euch, die sich das Einstiegsmodell für die Musikproduktion kaufen möchten, kommt auch bald ein Video zur Logic Pro X. Das werde ich euch dann hier oben rechts einblenden. Das war's mal zum 13 Zoller. Für das, was ihr hier zahlt, bekommt ihr einiges an CPU-Leistung geboten. Und solange ihr nicht auf eine gute Grafik angewiesen seid, kann ich euch das Notebook nur empfehlen. Wartet aber noch bis nächsten Monat, ob ein neues Modell herauskommt. Und wenn ihr ihn kauft, dann bitte auf keinen Fall mit der 128 GB SSD, da diese einfach zu wenig Speicherplatz bietet und dazu auch noch am langsamsten ist. Wer viele oder große Bilder bearbeitet, sollte mindestens 16 GB Arbeitsspeicher nehmen oder ein 16 Zoll Modell mit 32 GB oder mehr. Wer eine bessere Grafikleistung benötigt, aber nicht viel mehr CPU-Leistung, für den wird das günstigere 16 Zoll Modell die beste Wahl sein. Da ihr auch die ganzen anderen Vorteile wie das größere Display, die bessere Kühlung, die besseren Lautsprecher und so weiter dabei habt. Vor allem für die, die auf ihrem Mac zocken wollen, ist dieses Modell am besten geeignet. Das High-End-Modell ist eigentlich nur für die, die auch von der 8-Kern-CPU einen großen Nutzen haben werden, also eher große Musikproduzenten und Fotografen. Gut, dass Apple den maximalen Arbeitsspeicher auf 64 GB erhöht hat. Das war das Video, ich hoffe, ich konnte ein paar von euch damit helfen. Ich werde mir das 13 Zoll MacBook Pro auch noch in Verbindung mit einer eGPU ansehen und euch dazu ein Video machen. Falls ihr Fragen oder Tipps habt, schreibt sie in die Kommentare. Vielen Dank fürs Ansehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.